Das Projekt heißt Hashtag WhatsNextBGM, gesund arbeiten in der digitalen Arbeitswelt. Wir gehen davon aus, dass es die größte Zukunftsstudie ist, die es zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung je in Deutschland gegeben hat. Ein Appell an die Organisationen, fragt eure Mitarbeiter. Die haben tagtäglich mit diesem Thema zu tun, kennen die Hürden, Barrieren im Unternehmen. Es ist ganz, ganz wichtig, diejenigen, die von konkreten BGF-Maßnahmen auch profitieren sollen, und das ist ja natürlich die Belegschaft, dass die auch gehört werden. Wir haben einen Einblick in die Unternehmen, aber wie es dann in der täglichen Praxis tatsächlich aussieht, da müssen wir die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Es gibt da so eine bisschen abgegriffene Metapher, ich finde sie trotzdem ganz gut. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und um herauszufinden, was dieser Fisch denn eigentlich möchte, sollte man ihn vielleicht zu Beginn erstmal fragen. Unsere Analysen haben ergeben, dass die meisten Befragten wirklich mit einer überwältigenden Mehrheit angegeben haben, dass die Führungskräfte die entscheidenden Stellschrauben in einem Unternehmen sind. Sie kriegen das Thema Gesundheit nur im Unternehmen verankert, wenn sie über die Führungskräfte arbeiten. Darauf müssen die natürlich auch vorbereitet werden, insbesondere solche, die in der vertrackten Situation sind, selbst noch Führungskräfte zu haben, aber auch für andere Personen wiederum eine Führungskraft zu sein. Das heißt, nicht nur die oberste Führungsebene, sondern auch die mittlere Führungsebene oder auch die Meisterebene oder die untere Führungsebene. All dort müssen sie ansetzen. Professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement kann quasi nicht en passant irgendwie funktionieren. Das heißt, ohne klare Zuständigkeit oder ohne eine gewisse Summe an Mitteln, die hierfür zur Verfügung steht, kann das einfach nicht gelingen. Man kann intern schon sehr viel lösen, man hat viel Expertise, die man auch nutzen sollte. Allerdings gibt es da draußen viele Spezialisten, es gibt einen Dienstleistungsmarkt, einen sehr großen, auf den man durchaus auch zurückgreifen kann. Steht einem kein Personal zur Verfügung oder hat man kein Geld, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten einzuwirken. Und dann da gibt es natürlich die Krankenkassen oder andere Partner, deren Aufgabe es letztlich auch ist, das Thema voranzubringen und zu unterstützen. Und das Präventionsgesetz, das neue, das wir in Deutschland haben, eröffnet da ganz spezielle Chancen auch für die Unternehmen und Behörden. Das Präventionsgesetz ist was sehr Schönes, auf das wir hier in Deutschland zurückgreifen können. Es fließt mehr Geld vom Staat in das Thema Gesundheitsförderung. Es wird quasi den Kassen ein Stück weit anvertraut und die sollen mehr in das Thema investieren. Das heißt, es gibt mehr Budget, aber vor allem auch mehr Know-how. Das heißt, die Kassen unterstützen speziell auch mit Beratung, mit Ansprechpartnern vor Ort. Also das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Im Jahr 2013 hat eine Verstärkung des Arbeitsschutzgesetzes stattgefunden. Seitdem sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch stärker dazu angehalten, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz der Beschäftigten zu dokumentieren und diesen auch entgegenzuwirken. Und aus dieser gesetzlichen Pflicht ergibt sich natürlich auch eine große Chance. Wer zum Beispiel ein professionelles und ganzheitliches und gutes betriebliches Gesundheitsmanagement umsetzt und dadurch natürlich auch auf Verfahren zurückgreift, die in der psychischen Gefährdungsanalyse genutzt wird, kann dort schon mal einen sehr, sehr großen Teil auch mit abdecken. Auf der anderen Seite kann die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht, nämlich eine psychische Gefährdungsbeurteilung umzusetzen, auch der erste Schritt hin zu einem ganzheitlichen und professionellen BGM sein. Wenn wir einen weiteren Blick in die Vergangenheit werfen, bevor wir in die Zukunft schauen, dann zeigt sich natürlich, dass die Arbeit ganz stark auch von einer physischen Belastung her sich reduziert hat. Das heißt, Schwerarbeit, körperliche Arbeit ist immer weniger geworden und viel mehr Bildschirmarbeitsplätze sind entstanden. Dadurch geht natürlich auch eine Veränderung in dem Belastungsspektrum mit einher, auf das sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber natürlich auch einstellen müssen und auch die Belegschaften entsprechend für die neuen Herausforderungen fit gemacht bzw. fit gehalten werden müssen. Früher war es vor allem so, da hatten sie den klassischen Betriebssport und der hat häufig ja stattgefunden nach Feierabend. 18 Uhr, 3 Kilometer in irgendeiner Turnhalle. Und was ist passiert sehr häufig, sind vor allem diejenigen hingegangen, die eh schon sportlich aktiv sind. Die risikoexponierten oder weniger gesundheitsbewussten Beschäftigten, die haben sie mit diesen Maßnahmen kaum erreicht. Und der Ansatz, aufsuchend zu den Beschäftigten an die Arbeitsplätze zu gehen,
sogar während der Arbeitszeit, gegebenenfalls sogar in der Nachtschicht, wenn Sie das machen, wenn Sie direkt zu Ihnen an die Arbeitsplätze gehen, dort Ergonomieberatung machen oder Schlafberatung oder Bewegungspausen, dann erreichen Sie auch diejenigen, die sich für das Thema eigentlich gar nicht interessieren. Ich sage es mal etwas provokant, die jetzt kein Sixpack haben, sondern vielleicht ein Onepack. Diese Leute können Sie tatsächlich damit erreichen. Und was sehr, sehr schön ist, und darauf wirken wir auch immer hin, ist, dass die Führungskräfte an diesen Angeboten auch teilnehmen. Was glauben Sie, wenn der CEO bei solchen Maßnahmen mitmacht? Dann kommen die Leute und dann staunen sie auch. Die Digitalisierung bringt einige Änderungen mit sich. Es wird sehr viel jetzt tatsächlich weniger manuell gemacht, sondern digital. In unserer Studie haben wir beispielsweise festgestellt, dass die größten Herausforderungen aktuell und auch in den kommenden 5 Jahren die Menge der anfallenden Arbeit und vor allem auch die Komplexität der anfallenden Arbeit wird. Die Herausforderung besteht darin, den Leuten, die mit diesen Technologien zu tun haben, entsprechend zu qualifizieren. Sie brauchen also Kompetenzen im Umgang damit, und weniger, sage ich mal, die handwerkliche Arbeit an manchen Stellen. Und diese Herausforderung, dieser gilt es sich anzunehmen. Die Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes werden von dem demografischen Wandel mit voller Wucht getroffen. Das heißt, die Belegschaften werden immer älter und es kommen immer weniger Jüngere nach. Wir waren ein Stück weit überrascht, dass das lebenslange Lernen als Thema so bedeutsam ist, aktuell aber auch in der Zukunft. Das wiederum ist eine Herausforderung auch für die Unternehmen, allen Zielgruppen entsprechende Angebote zu machen. Das heißt, Auszubildende wollen qualifiziert und geschult werden, die, sage ich mal, Mittelalten und natürlich auch die Lebensälteren. Ja, wir bezeichnen diese Zielgruppe auch teilweise als Aging Workforce, die alternden Belegschaften. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese Personen auch weiter zu qualifizieren. Und das vergisst man sehr häufig. Man denkt, ach ja, die haben ja nur noch 10 Jahre bis zur Rente, brauchen ja nicht unbedingt eine Schulung. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, diese Personen zu qualifizieren, sie zu unterstützen und spezielle Angebote zu machen. Es stellt sich die Frage, wie man natürlich innerhalb der Organisation eine Gesundheitskultur etablieren kann. Gesundheitskultur ist ein großer, weiter Begriff. Man kann auch sagen Kultur der Achtsamkeit. Auch dieser Begriff eignet sich dafür. Und letztlich geht es darum, dass wir in einer Belegschaft miteinander wertschätzend umgehen. Eine Möglichkeit ist wirklich natürlich über die Führungskräfte zu arbeiten, von oben, mittlere Führungsebene bis nach ganz unten. Wir glauben, dass ein vielversprechender Ansatz dabei ist, über die jungen Beschäftigten zu gehen, über die Auszubildenden. Denn die Auszubildenden von heute sind die Führungskräfte von morgen. Das heißt, diejenigen, die ins Unternehmen kommen und die Führungskräfte von morgen sind, gleich abzuholen, mit dem Thema Gesundheit zu konfrontieren, sie früh zu schulen, dass man auf diese Dinge auch achtet. Angebote, die sich jetzt insbesondere an jüngere Beschäftigte, seien es Auszubildende oder Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger richten, sind primär solche, die jetzt auch auf Lebensstilfaktoren wie etwa eine gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, Alkohol- und Tabakkonsum oder Ähnliches hinwirken. Wir empfehlen den Organisationen, künftig noch stärker auf ressourcenstärkende Maßnahmen zu setzen. Das heißt, künftig wird es immer entscheidender sein, nicht zu fragen, okay, was macht meine Belegschaft krank und wie kann ich das verhindern, sondern was hält sie gesund und wie kann ich das fördern? Ziel muss es sein, die Anforderungen, die an einen eingestellt werden, möglichst zu reduzieren und Ressourcen zu stärken. Und dieser Ansatz, und das haben wir im Rahmen der Studie auch herausgefunden, der wird immer mehr praktiziert. Das heißt, man fokussiert sich nicht nur auf die krankmachenden Dinge im Unternehmen und versucht, die zu vermeiden, sondern man schaut auch, was schafft Gesundheit und macht entsprechende Angebote, wie Bewegung, wie Schlafangebote oder auch Ernährungssachen. Also das ist sehr schön, dass inzwischen auch diese Sichtweise immer mehr in den Unternehmen und den Behörden ankommt. Die Gesundheitskommunikation wird deutlich an Bedeutung gewinnen in den Unternehmen. Das haben wir herausgefunden im Rahmen der Studie und das freut uns auch, denn diese Erfahrung haben auch wir gemacht. Sie machen tolle Angebote in den Unternehmen, sie können aber eigentlich nur erfolgreich sein, wenn sie die bestmöglich bewerben. Das heißt, Gesundheitskommunikation in dem Zusammenhang ist auch Gesundheitsmarketing. Das heißt, nicht nur ein Flyer am schwarzen Brett und irgendwo ein Poster in der Kantine, sondern es gibt mehr. Es gibt die Möglichkeit, Informationen zum
Gesundheitstag in den Unternehmen an innovativen Plätzen zu verbreiten, Fahrstuhl beispielsweise, Druckerplätze oder die Toilette. Überall dort, wo Sie Zeit haben, Informationen aufzunehmen, da eignen sich auch diese Informationen. Um eine möglichst große Stichprobe zu erreichen, brauchen Sie starke Partner. Also Partner, die ein großes Vertriebsnetzwerk haben, die Kundenkontakte haben, Kontakte zu Unternehmen. Und dann sind wir recht schnell fündig geworden mit der Techniker Krankenkasse, die in diesem Themenfeld eben auch ganz aktiv ist und auch wissenschaftlich fundiert arbeiten möchte. Die mussten gar nicht groß überredet werden, sondern das war wirklich eine Begeisterung, die auch bis zum heutigen Tag anhält. Und wir haben uns dann noch einen weiteren Partner gesucht, über den wir dann die Ergebnisse natürlich auch breit streuen konnten, ja, publizieren konnten. Und da haben uns glücklicherweise die Kollegen von der Haufe-Gruppe unterstützt. Das heißt, der Zugriff auf die Zielgruppe war durch diese Partnerschaft letztlich auch gesichert.